Hallo und herzlich willkommen bei Wein verstehen leicht gemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Wein erfahren möchten. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und ich freue mich sehr, dich heute bei meinem allerersten Interview zu meiner Podcast-Serie Wein verstehen leicht gemacht begrüßen zu dürfen. Ja, liebe Podcast-Gemeinde, ich freue mich tatsächlich sehr, dass es jetzt nun endlich losgeht mit den Interviews. Wir hatten ja in der letzten Folge die Schaumwein-Miniserie abgeschlossen und ich freue mich wirklich riesig, dass ich meinen Kurskollegen Alparslan gewinnen konnte, der seines Zeichens Arzt und Chirurg ist. Aber was uns ja heute mehr interessiert, sind seine Kenntnisse und sein Gespür für Champagner. Er ist seines Zeichens auch einer der angesehensten Champagnerkenner in Deutschland, mittlerweile auch hoch dekoriert, was das angeht. Umso mehr freue ich mich, dass ich ihn zeitnah zu dem Interview überreden konnte, war aber gar nicht so schwer. Er war eigentlich auch sofort bereit mitzumachen und so passt es natürlich thematisch in Anschluss an unsere Schaumweinserie. Ideal. Alpa habe ich auch gebeten, ein Champagner auszusuchen und er hat dann auch einen Kontakt für mich in München hergestellt und zwar zu Nicola Neumann, die ein Champagnergeschäft in München betreibt. Das nennt sich Champagne Characters. Die haben natürlich auch eine Homepage dazu. Und die liebe Nicola hat uns dann auch ein Champagner großzügig zur Verfügung gestellt, den wir dann am Ende des Interviews dann verkosten. Und wenn ich dann Ende des Jahres nochmal das Thema Frankreich aufgreife und in dem Rahmen natürlich auch nochmal auf die Champagne zu sprechen komme, wird es dann vielleicht sogar auch ein Gespräch mit Nicola in ihrem Laden geben, wo wir dann nochmal auf ihr Sortiment, das sehr handverlesen und hochkarätig ist, genauer eingehen werden. Und dann darf sich Nicola auch gerne hier an der Stelle nochmal selber vorstellen. Heute aber quasi die Ouvertüre mit Alpa. Wir besprechen Champagner über die Region zunächst. Gehen auf Lage, Terroir und das Handelssystem ein und im Anschluss daran besprechen wir den Wein Champagner als solches, welche Rebsorten es gibt, welche Arten es gibt und im Anschluss daran machen wir eine relativ ausführliche Verkostung des super leckeren Champagner. Deswegen hatten wir fast eine halbe Stunde über den Wein nochmal gesprochen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit dem, wie ich finde, sehr gelungenen und interessanten Interview. Und wie immer fängt mein Gesprächspartner zunächst mal an mit einer kleinen Vorstellung. Viel Spaß beim Reinhören. Ich bin Alpa Alparslan, bin 45 Jahre alt und liebe Wein und Champagner. Aber das hat alles eigentlich ein bisschen spät angefangen. Okay. Ich war bis ich so ungefähr 35 war, ja, ein bisschen, ja, 33, passionierter Bier- und Gin-Tonic-Trinker. Gut. Und habe null Wein getrunken. Komme auch nicht aus dem Elternhaus, wo Wein üblicherweise getrunken wurde. Ja. Und dann war ich mit meiner jetzigen Frau im Südafrika-Urlaub. Okay. In Kapstadt und haben dann einen einfachen Pinotage getrunken. Okay. Der hat uns aber so gut gefallen, dass wir dann in Südafrika beim Wein geblieben sind. Haben sogar eine Weinbegleitung dazu genommen. Ja. Und das hat uns richtig gut gefallen. Das war so um 2005 rum. Und dann habe ich einen sehr, sehr interessanten Champagner getrunken. Mhm. Gar nicht wissen, was ich da im Glas habe, was ziemlich Besonderes. Was unser heutiges Jacques Thema ist, genau. Von Jacquesson, Vosel Therme 96. Das war eine Art Probeflaschen, Experiment, damals von Mr. Chiquet. Mhm. 2000 Flaschen wurden nur gemacht, nicht für den kommerziellen Verkauf. Und das war richtig, richtig gut.
Und dann habe ich mir ein kleines Buch gekauft, beziehungsweise von meiner Frau geschenkt bekommen, von Eichelmann. Das hieß noch Okay. 800 Champagner. Ja. Ganz einfaches Buch. Da standen eben ein paar Produzenten drin. Aber was sehr besonders war, war, dass eben er die besten Häuser aufgelistet hatte. Oder Okay, für ihn. also so eine Top 100 in irgendeiner Form oder Ja, Top genau. Es 50 gab oder. 5 Sterne, 4,5 Sterne, vier Aha. Sterne. Und wir haben uns dann irgendwann entschieden, wir fahren in die Champagne. Das war 2008 oder 2009 gewesen. Und dann haben wir einfach die besten, also laut Eichelmann, die besten Ja, Häuser und ja. Winzer besucht. Ich habe denen vorher eine E-Mails geschrieben, habe dann so einen richtig ausgeklügelten Plan gehabt. Irgendwie pro Tag 5 Häuser besucht. Okay. Und das, glaube ich, 4 oder 5 Tage lang. Aber Das das ist war so eine der. Tour de force schon fast, Ja, ne? genau. Das war schon fast manchmal ein bisschen anstrengend, so viel abzugrasen. Ja. Hat aber alles sehr, sehr gut geklappt. Und ja, und da fing die Liebe an. Okay, dann bist du quasi, kann man ja fast sagen, von 0 auf 100 durchgestartet, weil innerhalb kürzester Zeit hast du ja dir ein sehr fundiertes Wissen angeeignet und zählst da, glaube ich, mittlerweile auch, ohne jetzt übertreiben zu wollen, zu den ja, kompetentesten Champagnerkennern in Deutschland, kann man eigentlich schon sagen, ne? Ja, das weiß ich jetzt Würdest du jetzt so. von dir natürlich Nein, nicht würde ich selber nicht so behaupten, sagen, aber wenn aber ich das sage. das wirklich war, ich habe dann wirklich sehr viele Bücher gekauft zu dem Zeitpunkt. Und das besondere Buch, für mich sowieso das schönste oder beste Buch, war damals von Richard Julien 4000 Champagnes. Das haben wir auch in der Champagne gekauft. Und da habe ich eben sehr viel über, also Julien kennengelernt und gelesen. Und der war eben auch Quereinsteiger, der ist eigentlich Lehrer gewesen für, ich glaube, Biologie und Sport. Okay. Und der hat das eben sehr, sehr passioniert gemacht. Der hat halt das Glück, dass er so ein olfaktorisches Gedächtnis hat, Ja. dass sich halt alles, der riecht die Eimer, schmeckt die Eimer und kann sich die Dinger merken. Wahnsinn, ja. Da war ich sehr von beeindruckt. Davon bin ich noch 1.000 Kilometer entfernt. Aber es war halt dieser Reiz und der hat halt die Weine sehr, sehr toll beschrieben. So, dass man wirklich das Gefühl hat, dass man die getrunken hat. Okay, Was man Wahnsinn. jetzt zum Beispiel bei Wobei ich ja Eichelmann. da, wenn ich da kurz einhaken darf, Ja. weil das ist ja genau einer der Hauptgründe, warum ich ja auch den Podcast mache, ist, den Leuten versuchen, eine gewisse Kompetenz zu vermitteln, an Weinbeschreibungen nachzuvollziehen können, was der Wein ist. Deswegen dekliniere ich das eben an einzelnen Beispielen auch durch und finde aber gerade, dass in vielen Zeitschriften, Büchern oder auch immer Leuten in Laden begegnet, dass die Weinsprache an sich ja oft genau das Gegenteil erzeugt, nämlich eine gewisse Unsicherheit, wenn nicht gar Ablehnung, weil die Sprache ja schon oft ziemlich versnobbt und elitär daherkommt Genau. und das eigentlich viele vom Weintrinken abhält, unnötigerweise eigentlich, ne? Genau das. Und das, was ich an seinem Buch, das merke ich jetzt immer noch, also jetzt sogar noch viel, viel mehr. Da war ja dein Buch, das heißt 8000 Champagnes, Okay. noch ein paar andere Bücher. Der ist der Mann, der die meisten Champagner verkostet hat. Ich glaube mittlerweile über 12.000 verschiedene. Wahnsinn, ne? Und, aber Okay. man kann eben seine Beschreibung sehr gut nachvollziehen. Du hast in der Tiefe alles getrunken gehabt. Und wenn du das dir dann so durchliest, so später, wenn er zum Beispiel einen Dom Perignon 55 beschreibt, im Gegensatz zum 59er und dann nochmal den 61er, kann man das wirklich nachvollziehen. Okay. Das fand ich, also damals konnte ich es natürlich noch nicht nachvollziehen, Ja. damals war es eher Bewunderung von, wie man so viel probiert und beschreiben kann. Und jetzt ist es dann wirklich so, dass man das teilweise sagt, wenn man die auch blind bekommt, nebeneinander, dass man sagt, ich verstehe genau, warum er den Wein Okay. viel besser findet, frischer findet oder warum er dem Wein mehr gefallen hat. Und das war wirklich so dieser Auslöser. Also diese erste Reise, wo wir so viele Güter besucht haben und wirklich, muss ich sagen, es sind immer noch unsere Lieblingsgüter oder meine Lieblingsgüter. Und damals war das halt auch alles viel unkomplizierter. Damals sind wir zu Zelos gegangen und ich habe einfach ein paar Flaschen bekommen. Jetzt im Prinzip fast unmöglich, dort Flaschen Ja, zu bekommen. an der Stelle würde ich auch noch ganz gern für unsere Hörer noch erwähnen, dass in den Shownotes dann auch alle von dir erwähnten Büchern und Weine dann zumindest im weitesten Teil
zu finden sind, weil ich denke, die meisten werden jetzt mit den Namen gesprochen vermutlich wenig anfangen können. Deswegen ja. Findet ihr das dann auch in den Shownotes nochmal. Was ich jetzt spannend finde, ist, erstens mal bin ich auch Südafrika-Liebhaber. Das habe ich an der Stelle auch schon 100-mal erwähnt. Und mit dem, wo ich unten war oder hingezogen habe, der war dann fasziniert von dem Land und auch eben von der Weinkultur. Und ich finde aber besonders spannend, dass, so wie du es gerade beschrieben hast, dass ein Getränk, sei es jetzt der Pinotage gewesen, der dich ja überhaupt zum Wein gebracht hat und dann ein bisschen später nochmal auch ein Champagner, dass es quasi ein Getränk, ein Erlebnis so eine Initialzündung haben kann, dass man total für dieses Thema eigentlich brennt. Und das ist auch das, was mich so an dem Thema Wein eigentlich interessiert, weil ich glaube, diese Emotionalität und auch die ganze Bandbreite an Themen, die man anschneidet, wenn man sich mit Themen mit Wein auseinandersetzt, ist, glaube ich, schon, ich möchte jetzt nicht sagen einzigartig, weil mit Käse und Cognac und Whisky und Rum, schlag mich tot, mag das auch sein, dass man so zum Erdmittelpunkt bohren kann, aber die Emotion, die wir beide haben für das Getränk, die, glaube ich, spricht schon dafür, dass es tatsächlich schon das Getränk der Götter sein könnte irgendwie, oder? So ist es. Also wenn ich bedenke, auch jetzt in diesen letzten, sagen wir mal, 10 Jahren, wie viele Leute ich kennengelernt habe und im Prinzip weltweit, nennen wir es mal vor allem europaweit, wenn man einfach nicht einen kennt und da jetzt über einen bestimmten Wein, welches Erlebnis man gehabt hat, ist man sofort erstmal auf einer Wellenlänge. Ja. Könnte sich stundenlang darüber oder nächtelang. Nächtelang sogar damit auseinandersetzen und sprechen und immer wieder, und es wird irgendwie nicht langweilig, wo andere denken, die sind ja bekloppt. Bescheuert. Ja, genau. Definitiv. Ja. Jetzt haben wir uns beide ja kennengelernt in Geisenheim, seines Anno Domini, kann man fast schon sagen. Ich glaube, 2012 haben wir angefangen. Genau, 2012 haben wir angefangen. 2012 haben wir angefangen und wir hatten dann zusammen das Studium, den Kurs für den Weinakademiker oder Diploma auf Weins eben gemacht. Und wo man dein Kaliber schon ablesen kann, ist, dass du ja auch der Erste von 35 warst, der erste und einzige, glaube ich sogar, der es in der kürzestmöglichen Zeit bestanden hat. Ich glaube, du sprichst schon Bände, wie ja, talentiert du, glaube ich, auch für das Thema bist. Aber spannend an unserem Kurs war ja auch, dass viele, die nicht hauptberuflich in der Weinbranche tätig sind, eigentlich diejenigen sind, die am zügigsten den Kurs bestanden haben. Und der Anteil generell in der Weinbranche an Quereinsteigern relativ hoch ist. Mich überrascht das immer wieder, muss ich sagen. Und kann es mir auch nicht wirklich erklären, warum das so ist. Also ich kann es mir ganz gut erklären. Es ist einfach daran, weil wir das dann halt letztendlich mit Leidenschaft machen. Und wenn man das eben gerne macht, ich glaube, dass viele, die in der Weinbranche sind, wir hatten ja auch ein, zwei im Kurs, denen der Kurs bezahlt wurde, aber würde das eben schaffen mussten, dann irgendwie diesen Druck haben. Und ich glaube, wenn die diesen Druck haben, macht man es eben nicht so gerne, während das bei uns dann wirklich freiwillig ist, wirklich freiwillig, und uns das wirklich interessiert und nicht irgendein pekunärer Hintergrund dahinter ist. Im Gegenteil, ich sage immer, es kostet immer uns nur Geld und wir haben davon nichts, was viele dann gar nicht so nachvollziehen können. Aber das ist auch, glaube ich, das, was einem die Unabhängigkeit lässt. Ja, nichtsdestotrotz bin ich froh, dass ich davon auch nicht leben muss, wenn ich so ehrlich sein darf, weil mit meinen Seminaren ist es jetzt noch der Bereich, wo ich mir denke, da ist der Kapitaleinsatz noch sehr überschaubar und trotzdem verdient man ein bisschen was, aber Weinhandel und so weiter und die ganze Branche ist jetzt nicht geprägt von beliebig hohen Margen. Ja, das, unser Thema heute ist ja der Champagner und als erstes würde ich gerne mal auf die Region an sich zu sprechen kommen. Alle wissen, es liegt in Frankreich natürlich und wenn man sich die Karte von Frankreich anschaut, fällt der eins schon mal auf, es ist eigentlich das nördlichste Anbaugebiet in Frankreich. Zumindest in der Ausdehnung, glaube ich, liegt kaum eins, was nördlicher ist in Frankreich. Was
Was wichtig ist, glaube ich, für Leute, die beim Thema Wein einsteigen, man fragt sich ja immer, warum schmeckt dieser Wein oder warum ist der Wein so, wie er ist? Und letzten Endes ist es ja so, es ist immer eine logische Konsequenz aus den Gegebenheiten, die die Leute vorfinden und machen, im wahrsten Sinne des Wortes, das Beste draus, was ihnen Mutter Natur quasi zur Verfügung stellt. Ja. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass die Champagner so sind, wie sie sind und dass es auch eigentlich ein Schaumwein ist. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was das Besondere aus deiner Sicht ist, was die Champagner in Bezug auf Lage, also geografische Breite, Klima und Böden auszeichnet und was letzten Endes dann dazu führt, dass der Champagner so ist, wie er ist. Also ich denke, ein wichtiger Punkt ist, wie du es schon gesagt hast, es ist ein nördliches Anbaugebiet, es ist ein kaltes Gebiet, es ist ein Grenzklima. Viele sagen, manche sagen eben, es ist eher kontinental mit maritimen Einflüssen. Es ist ungefähr, ich glaube, 130 Kilometer nordöstlich von Paris, relativ weit vom Meer entfernt, aber trotzdem noch mit seinen maritimen Einflüssen. Es ist halt, die meisten, wie du weißt, großen Weine kommen ja aus Grenzgebieten, wo eben nicht jedes Jahr gesicherte reife Trauben waren. Ja. Früher war es ja noch schlimmer. Da gab es eben pro Jahrzehnt 2 bis 3 gute Jahrgänge. Mittlerweile, ich denke, einmal dem Klimawandel geschuldet und auch der Kellertechnik, sind es eben jetzt mittlerweile 6 oder 7 Jahrgänge, die ganz gut gelingen. In jedem Jahrzehnt, ne? In jedem Jahrzehnt, ja, genau, pro Jahrzehnt. Und es wird, die Winzer werden alle erfahrener, aber nichtsdestotrotz bleibt es ein Gebiet, wo es nicht garantiert ist, dass die Trauben ausreifen. Und das macht die Sache, glaube ich, so spannend zum einen. Und die Böden sind letztendlich auch einzigartig. Und die sind Kreideböden, die es so in der Form eigentlich fast nirgendwo weltweit gibt. Es gibt ja in den Südosten im England, gibt es ja auch diese ähnlichen Böden, die eher dem Chablis ähnlich sind. Okay. Also das Jura ist schimmerisch kalt, ne? Das ist ja diese Senke, die sich quasi über den Ärmelkanal hinwegstreckt bis an die Südküste von England, die ja dort auch im Prinzip dann für die bekannten Kreidefelsen mitverantwortlich. Genau, in Dover fängt, ne, die man so eben sieht und man vermutet, dass jetzt, also jetzt will ich gar nicht auf das Thema eingehen, aber dass die Engländer irgendwann gute Weine oder Schaumweine machen werden. Und man hat halt festgestellt, dass eben in diesen kühlen Gebieten diese unreifen Trauben, eben die nicht viel Alkohol haben, insbesondere mit der zweiten Gärung, eben sehr klare, finessenreiche, erfrischende Schaumweine produzieren. Mhm. Die möchten halt eigentlich kein zu reifes Traubengut, weil dann die Weine eben von ihrer Eleganz, Schlankheit und verlieren halt. Genau. Und das ist, glaube ich, der Grund, dass eben die Champagner so einzigartig ist, dass in dieser Grenzzone eben greift gerade so aus, sehr elegante, feine Weine produzieren. Mhm. Also mit Grenzzone meinst du wahrscheinlich das Randzonenklima, weil das war der Begriff, den ich da bisher mal verwendet habe, aber du hast es ja schon beschrieben. Also das ist gerade so an der Grenze, wo es noch verlässlich funktioniert, Wein anzubauen. Und man hat quasi, wenn man so sagen kann, aus der Not eine Tugend gemacht, aus alkoholschwachen, säurebetonten Weinen einen Wein zu kreieren, der nach was schmeckt. Ne? Genau. Und wenn man in die Vergangenheit zurückgeht, war es ja so, dass sehr stark gezuckert waren. Früher hatte ja Champagner teilweise 100, 150 Gramm Restzucker. Okay. Was gerade so die russischen Zaren und so geliebt haben, sage ich mal. Das ist ganz ungewöhnlich. Und auch da sind die Engländer schuld, dass es irgendwann richtig trockene Weine gab. Aber diese Geschichte ist noch gar nicht so alt. Man kann sagen, er ist seit ungefähr 100 Jahren ganz trockene Weine gemacht werden. Vorher hatten die immer noch, was als trocken galt, 50 Gramm Restzucker. Das war noch der englische Stil, 30 bis 50. Das war noch wenig. Die Deutschen waren so bei 100 und wie gesagt, die Russen bei über 150. Aber Zucker hatte einen Vorteil, ist natürlich ein sehr gutes Konservierungsmittel. Ja. Und, aber zum jetzigen Geschmack würde, glaube ich, keiner mehr einen Schaumwein trinken, der 150 Gramm Restzucker hat. Ja, kann das ist schon sehr extrem. Ja, dann sind wir wieder bei dem im Vorgespräch erwähnten Lambrusco, der ja ganz gerne in dieser Region sich
auffällt. Das heißt eigentlich, jetzt muss man auf die Sprünge helfen. Die Zaren, die hatten ja, glaube ich, diesen Kristall immer getrunken. Genau. Das war halt dieser Zaren-Champagner. Aus welchem Haus ist der? Der ist von Röderer, ist auch mit deutscher Tradition verbunden. Und Röderer, muss man einfach sagen, hat zwei große Eigenschaften. Wenn man jetzt in dem Falle auf, das ist zwar ein großes Haus, sehr renommiertes Haus, aber es ist im Familienbetrieb. Mhm. Und die sind eben berühmt, dass sie einen sehr hohen Anteil an Eigentrauben haben. Mhm. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, über 50% ist Eigenbesitz. Mhm. 40-50%, was sehr, sehr hoch ist in dieser Größenordnung. Mhm. Nur so zum Vergleich, Moët & Chandon hat, glaube ich, unter 10% Eigenbesitz. Okay. Kauft nur Trauben dazu. Und Röderer, was viele auch nicht wissen, wo viele rümpfen ja so ein bisschen immer die Nase vor Kristall, weil das ja so ein bisschen so, oder es ist ein elitäres Getränk, was sehr, sehr teuer ist, aber auch ein sehr, sehr guter Champagner ist, besitzt mit die meisten ökologisch angebauten Weingärten in der Champagne. Mhm. Okay. Mit Abstand. Also Röderer ist der größte Ökobetrieb in der Champagne. Okay, was ja, was man dazu sagen muss, weil es die meisten nicht wissen, je feuchter ein Klima ist, desto schwieriger wird der ökologische Anbau, weil durch die Feuchte und mangelnden Sonnenschein die Pflanzen oder die Trauben, die Reben nicht mehr abtrocknen können und damit natürlich der Pilzdruck entsprechend hoch ist und auch Ungeziefer sich da ganz gerne einnisten und je feuchter eine Region ist, desto mehr muss man eigentlich mit der chemischen Keule draufhauen. Genau. Aber nichtsdestotrotz, interessanterweise, Loire und Champagne tun sich da hervor, eigentlich eben aus in dem widrigsten Klimata wird für sowas. Ne? Also genau. In der Wüstenregion wäre es deutlich einfacher wie in einem feuchten, nassen so Anbaugebiet. Ist es. Ne? So Argentinien, Südafrika hat es einfach viel einfacher, weil absolut, die nicht mit dieser Feuchtigkeit zu kämpfen haben. Und wie gesagt, also nur jetzt als Beispiel, Röderer ist da Vorreiter und lässt auch die Weinberge zertifizieren in sehr hohem Ausmaße. Und die steigern das weiterhin. Also ist da auch Bewegung im Spiel. Auch aber bei die hängen es, glaube ich, nicht an die große Glocke, oder? Weil nee, überhaupt nicht. Deswegen erzähle ich das auch, weil ich das weiß. Zum Beispiel ganz interessant, ich habe jetzt auf der Pro-Wein von Lançon einen Champagner getrunken. Mhm. Oh, jetzt schlag mich tot, der hieß, glaube ich, Biologique, ohne mich jetzt da festlegen zu wollen. Auf jeden Fall ist das halt auch mit so einem grünen Etikett auch ein ökologisch angebauter Wein. Also Naturwein ohne irgendwelche Zusätze. Und die haben jetzt angefangen, das auch zu vermarkten. Okay, jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Thema Champagnerhäuser und es war ja auch Bestandteil deiner Diplomarbeit als Abschlussarbeit für Weinakademiker. Und zwar muss man, glaube ich, dazu noch sagen, du hast das schon durchklingen lassen, was den einen oder anderen jetzt vielleicht überrascht ist, der Zukauf von Trauben, weil in Deutschland ist es ja so, es wird ja ganz gern die Geschichte erzählt vom Winzersekt oder von dem handwerklichen Winzer, der alles selber macht. Und mein Eindruck ist, dass zumindest oft auf Konsumentenseite der Zukauf von Lesegut verpönt ist. Und meistens sagen die Winzer das auch bei uns nicht so bereitwillig. Also da sind sie auch nicht unbedingt stolz drauf, was ich aber ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen kann, weil als Beispiel in Südtirol mit den ganzen Kooperativen ist das eigentlich ja gang und gäbe. Und wenn der Hersteller Einfluss nimmt auf den Anbau, dann wüsste ich jetzt eigentlich gar nicht, was dagegen spricht, Trauben zuzukaufen. Aber nichtsdestotrotz, es ist schon ein Hinweis darauf, dass die Champagne ja jetzt nicht nur ein besonderes Anbaugebiet ist, sondern eben ja auch ein ziemlich ausgefuchstes Handelssystem hat. Zum Teil, glaube ich, aus Markenschutzgründen, aus Qualitätsstabilisierungsgründen und letzten Endes auch die Ausrichtung auf den sogenannten Hausstil. Also ein ziemlich umfassender Hintergrund eigentlich, ne? Auf jeden Fall. Also es ist so, dass man kann vielleicht einmal ganz grob zwei Gruppen unterscheiden. Es gibt einmal die Winzer-Champagner, und dann gibt es die großen Häuser, die Négociants, die letztendlich neben ihrem eigenen Traubengut Trauben dazu kaufen. Fast alle großen Häuser
kaufen eben den Großteil ihrer Trauben, teilweise 80, 90, 95, teilweise 100% dazu. Okay. Und es ist natürlich... Lass mich da kurz mal nachfragen, Alper. Kaufen die dann immer bei denselben ein oder variieren die das von Jahr zu Jahr? Das wollte ich gerade sagen. Ah, okay, Entschuldige. So, als Beispiel, Krug hat nicht viele eigene Rebstöcke. Mhm. Aber die kaufen seit 20, 30, 40, 50 Jahren vom gleichen Winzer. Mhm. Und die zahlen auch teilweise höhere Preise. Ich will jetzt gar nicht so auf dieses komplizierte, auf die Preispolitik der Trauben eingehen, aber die zahlen teilweise höher, als die Marktpreise sind. Mhm. Ich sage, uns geht es nicht um die Ertragsmenge, sondern um die Qualität. Also reduziere ich deine Qualität, deine Ertragsmenge. Dafür möchten wir bessere Traubenqualität haben. Ja. Du kriegst trotzdem dein Geld, als wenn du, ich sag jetzt mal, 20 Kilo pro Hektar mehr produziert hättest. Mhm. Und das machen fast alle großen Häuser. Die haben sogar oft Vertragsbedingungen, dass sie einen Vertrag über 10 Jahre, 20 Jahre abschließen. Mhm. Bei Krug weiß ich das zum Beispiel genau. Die laufen da durch, gucken sich das an und wenn ihnen das nicht gefällt, nehmen sie die Trauben nicht. Oder verkaufen sie weiter, weil die Trauben ihnen nicht gut genug sind. Aber sie haben eine Abnahmeverpflichtung. Sie haben eine Abnahmeverpflichtung, dann nehmen sie die und verkaufen die Weine weiter. Oder was sie manchmal machen, sie benutzen ja nie neue Fässer. Krug ist ein Haus, das die Weine zunächst im Fass ausbaut, in kleinen 205 Liter Fässer. Und die machen das so, dass die ersten 1, 2, 3 Jahre mit Wein benetzt werden. Mhm. Und sprich, dann nehmen sie halt teilweise solche Weine, wo sie mit den Trauben nicht hundertprozentig zufrieden sind. Und diese Weinbauer, machen die dann auch selber Champagner oder haben sich die nur dem Verkauf dann von Trauben verschrieben? Da gibt es einen eindeutigen Trend. Früher war es so, dass sie meist nur verkauft haben, also nur wirklich Bauern waren. Mhm. Vielleicht ein bisschen für den Hausbedarf produziert haben, aber nichts verkauft haben. Und man sieht in den letzten Jahren einen deutlichen Trend, dass immer mehr Winzer-Champagner entstehen. Mhm. Entweder vollständig, dass sie ihre Trauben nicht mehr verkaufen und nur noch selber ihr Traubengut nutzen. Aber das Häufigere ist noch, dass ein Teil an die Häuser verkauft wird, immer noch an die großen Häuser, sei es vielleicht auch, um die Existenz zu garantieren. Mhm. Oder weil sie Verträge mit denen haben und den Rest eben nutzen sie auf die besseren Trauben für sich selbst. Okay. Und geh noch mal gerade ein auf das Thema Hausstil, weil ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, um die Champagne als Region zu verstehen, was damit gemeint ist. Ja, es ist so, dass, was ja sehr interessant ist, wenn einer einen normalen Moët de Chandon kauft, erwartet er ja gleichbleibende Qualität. Zumindest, dass man den Eindruck hat, wenn man das trinkt, dass man immer das Gleiche trinkt, Jahr für Jahr, obwohl die Trauben ja variieren. Das machen die Häuser natürlich mit ihren Reserveweinen. Und Reserveweine bedeuten, dass aus einem Jahrgang nicht alle Trauben verwendet werden. Die werden dann häufig. Dürfen, ne? Das ist auch eine Auflage, glaube ich. Genau, da kann ich auch gleich noch einmal drauf eingehen, was du auch schon angesprochen hast. Die Gesetze in der Champagne sind sehr, sehr. Rigoros und sehr detailliert. Es ist auch, vielleicht ein bisschen abzuschweifen, so, dass die Häuser, es gibt eine Regulierungs, staatliche Regulierung in der Champagne, die sagt, wie viel Trauben pro Jahr geerntet werden können. Abhängig davon, wie voll die Keller sind, wie viel im Jahr verkauft worden ist, wie die Ernte ist, geben die vor, wie viel Kilogramm Trauben pro Hektar geerntet werden können. Die passen sich also dem Markt an. Wenn es eben der ganze Keller noch mit paar hundert, grob 300 Millionen Flaschen Champagner werden im Jahr verkauft, Tendenz eher ein bisschen steigend, achten drauf, sind die Keller voll, wird der Ertrag reduziert, auch wenn der Ertrag mehr zulassen würde, dann eben nur eine bestimmte Menge an Champagner produzieren. Oder wenn man merkt, oh, die Keller sind langsam leer oder es gab zwei ertragsarme Jahre, dann wird eben erlaubt, wieder mehr Reserveweine freizugeben. Und das ist ja auch der Grund, warum das Preisniveau vom Champagner auch so hoch ist, weil eben quasi von staatlicher Seite kontrolliert wird, die Angebotsmenge nicht
zu stark steigen zu lassen, damit ein Preisverfall entsteht, sondern es ist ja eine künstliche Verknappung, um auch das gewünschte Preisniveau halten zu können, ne? Genau, also sicherlich, genau wie du es gesagt hast, diese zumindest regulieren den Markt so, dass es nicht überschüttet wird, dass der Markt nicht überschwemmt wird, dass dann eben nicht irgendwo ein paar hundert Millionen Flaschen noch rumliegen, die dann nicht verkauft werden können. Man sieht ja jetzt aktuell im Jahrgang, der 2008er ist ja ein hervorragender Jahrgang. Von den großen Häusern wird er ja gerade rausgebracht oder wurde vor ein, zwei Jahren rausgebracht. Und die haben jetzt Probleme, ihre 2007er, 2009er noch zu verkaufen. Und dann gab, ich meine, jetzt nicht lügen, aber bei einem der großen Discount-Ketten gab es, ich glaube, einen Dom Perignon 2009 für relativ im Verhältnis kleines Geld zu kaufen. Okay, also schon crazy. Crazy, genau. Ja. Dass die eben einfach auch ihre Flaschen nicht losgeworden sind. Ne, und zu dem Hausstil ist es so, dass eben einfach, es gibt so viele Varianten, grob zu sagen, wird der Champagner in Holz ausgebaut? Ja, nein. Wird er in Holz gelagert, beziehungsweise die Reserveweine oder in Stahltank? Die andere Frage ist, sehr wichtige Frage, die Dosage. Bis 12 Gramm gilt der Champagner als Brüt, also als trocken. Und es gibt Häuser, die nehmen für ihren einfachen Basischampagner immer die gleiche Menge an Dosage. Die meisten gehen an die obere Grenze dran. Also die sagen, wir gewöhnlich alle kennen und trinken, sind oft dann an den 10, 11 Gramm dran, weil natürlich Zucker ein guter Joker ist, um geschmacklich den Wein abzurunden oder Fehler zu vertuschen. Andersrum, ich sehe es halt so, muss der Wein oder der Champagner in Balance sein. Und wenn das mit den 10, 11 Gramm gut gemacht ist, ist das auch in Ordnung. Also ich kann damit ganz gut leben. Ich bin nie einer, der unbedingt nach der Dosage geht. Es gibt ja solche Dosage-Fanatiker, die unbedingt alles so Dosage oder maximal 3 Gramm haben wollen. Ich finde, die Balance muss stimmen. Ich bin da nicht so einer, der hinterher ist, wie die Dosage ist oder nicht. Ja. Wobei man schon noch sagen muss, auch im Stillweinbereich ist es ja so, die letzten Jahre gab es ja schon den Trend zu weniger Alkohol, mal ganz pauschal gesprochen. Und gerade im Weißweinbereich ging es ja einher mit höheren Restzuckerwerten, wie man es davor gewohnt war. Und auch du hast jetzt von Balance gesprochen, sicherlich richtig. Aber es hat man auch festgestellt, dass natürlich ein höherer Restzuckergehalt den Wein insgesamt gefälliger macht und damit natürlich auch ein größeres Publikum anspricht und insbesondere auch für die weiblichen Trinker es gefälliger macht, ne? Definitiv. Also das ist sicherlich ein Punkt, aber wie gesagt, nur als Beispiel, Paul Roger verwendet fast immer 8 Gramm und ich finde das oft immer sehr, sehr gut balanciert. Ja. Ja, die haben auch ein paar, die extra Brüt sind und so weiter, aber generell und die ganz großen berühmten Prestige-Cuvées haben alle eine relativ hohe Dosage, die machen den Wein halt auch haltbar. Das muss man ganz klar sagen. Wir werden alle sehen, ob diese Zero-Dosage-Champagner 20, 30 Jahre haltbar sind. Die Dosage an sich, erklär nochmal, was das ist. Ich habe es zwar mal schon mal beschrieben, ganz kurz, warum es gemacht wird, aber aus was darf die denn bestehen? Also ist das eine reine Zuckerlösung oder ist das, was ist das? Also es ist unterschiedlich. Klassisch ist, man nimmt oft dieses, man nimmt Trauben, man kann Traubensaft nehmen, man kann konzentriertes Traubenmaterial verwenden. Es gibt Leute, die frischen Wein einschenken, die etwas Reserveweine rein abfüllen. Manche nehmen richtig alte Weine, bewusst, um dem Wein Komplexität zu verleihen. Also auch teilweise Reserveweine, die 20, 30 Jahre alt sind. Das ist nicht der gängige Fall. Aber das ist im Prinzip alles erlaubt. Und mit dieser Dosage bestimmt man letztendlich den Zuckergehalt des Champagners. Damit macht man seinen Hausstil, seine Dosierung häufig oder seine Art, wie man eben seinen Wein präsentieren will. Manche wollen ihn eben frisch, leicht haben. Manche wollen etwas fruchtiger haben. Manche wollen ihn sehr fruchtbetont haben. Zum Thema Hausstil finde ich noch wichtig zu erwähnen, du hast es ja schon angesprochen, eigentlich untypisch für handwerklich gemachte Weine ist ja die Konstanz über Jahre hinweg denselben Geschmack zu haben.
Eigentlich kennt man das ja eher aus der Bierecke, wo, ich sage jetzt mal, du wohnst zwar in der Nähe von Düsseldorf, aber jetzt, wenn in München einer ein Bier kaufen geht und er kauft Augustiner, dann erwartet er, dass er über Jahrzehnte hinweg Augustiner immer gleich schmeckt und am besten anders wie Paulaner und Hacker. Und beim Wein haben wir ja eigentlich den Fall, dass es ja ein naturnahes Produkt ist wie Bier und damit natürlich auch die Abhängigkeit vom Wetter. Jetzt werden mich wahrscheinlich einige Biertechniker und Brauer hier ans Kreuz schlagen, aber die Jahresschwankungen schlagen ja stärker durch beim Wein, schon allein deswegen, weil die Machart zum Bier, glaube ich, anders ist und weil eigentlich ja auch oft gewünscht ist, dass es Jahrgangsunterschiede gibt. Das war früher nicht so vorsätzlich, weil man froh war, genau wie du schon gesagt hast, wenn man im Jahrzehnt 3 bis 5 gute Jahrgänge hatte. Heutzutage mit 6 bis 7 ausgezeichneten Jahrgängen pro Jahrzehnt verkommt es fast schon zu so einem Lippenbekenntnis, dass man auf Jahrgangsschwankungen Wert legt, weil ja jeder Jahrgang irgendwo gut ist. Also lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich sprechen viele Winzer ja davon, dass die Jahrgangsschwankungen sein müssen und ein Ausdruck von einer gewissen Natürlichkeit des Produktes, ob man eigentlich nicht dahin gehen will von einem industriell gefertigten Einheitsgetränk, was über Jahrzehnte gleich schmeckt. Aber die Hausstile in der Champagne sind ja genau das eigentlich. Genau, es ist halt so, wenn man jetzt die ganz großen Produzenten nimmt, sie haben halt extreme Mengen an Reservewein. Das ist oft so, wenn man jetzt den normalen Moët nimmt, ich kenne mich da jetzt nicht ganz genau aus, aber es ist letztendlich so, dass sie einen aktuellen Jahrgang haben. Mhm. Wenn man jetzt 2018 nimmt oder so, dass 60-70% von dem aktuellen Jahrgang kommen und der Rest sind eben Reserveweine oder 80% aktueller Jahrgang, 20% Reserveweine und sie schaffen halt eben, das ist auch die große Kunst der Kellermeister, das muss man in dem Sinne sehr groß anerkennen, sie schaffen diesen Hausstil immer wieder zu kopieren, dass sie eben mit diesen 10-30% Reservewein es schaffen, dass der Stil immer gleich bleibt. So wie du es beim Bier gesagt hast, schmeckt ein normaler Moët, egal aus welchem Hauptjahrgang der kommt, sei es 14, 15, 16, eigentlich gleich. Mhm. Das ist ja, was manche kritisieren, manche eben bewundern. Das ist dann jedem seine Vorliebe. Ich kann nur sagen, ich weiß es bei Krug ganz genau, die nehmen halt für ihren einfachen Champagner 150 verschiedene Weine, die alle einzeln ausgebaut werden. Wahnsinn. Dass dieser Wein dann natürlich komplexer schmeckt als einer, der vielleicht nur einen Berg hat oder einen Weinhügel hat und den nur aus einem Jahrgang ausbaut, das ist eigentlich verständlich. Aber beides hat seinen Charme. Ja. Ne, das eine ist halt individuelles Terroir und das eine ist halt höchste Handwerkskunst. Mhm. Und wer es dann wechselnd haben möchte, da kommen wir jetzt ja gleich dazu, kann sich ja dann auch an den Jahrgang Champagner halten. Aber bevor wir auf diese Spezialität gehen, so würde ich es mal nennen, müssten wir vielleicht kurz nochmal eingehen, was für Rebsorten überhaupt in der Champagne angebaut werden. Also 99% der Rebsorten sind die drei gängigen, wovon zwei rot sind, die 70% ausmachen. Pinot Noir, Meunier und dann die weiße Rebsorte, die man auch sonst sehr, sehr gut kennt, Chardonnay. Und dann gibt es noch einen kleinen Prozentsatz, der unter 1% ist, sind weitere 4 Rebsorten zugelassen, die allesamt weiß sind, die momentan aber eine kleine Renaissance erleben. Mhm, okay. Viele versuchen, diese Rebsorten wieder ins Spiel zu bringen. Viele aus marketingtechnischen Gründen, glaube ich, weil man eben dann zum Beispiel 100% ausgebauten Pinot Blanc hat, Weißburgunder hat, was erlaubt ist. Und das sind dann halt weitere Spielarten und ich finde, das bereichert die Champagne. Ob man immer alle Spielarten braucht, ist auch dahingestellt. aber letztendlich ist es natürlich spannender und gibt dem Wein mehrere Nuancen und Tiefen. Ich glaube, dass der Trend auch noch ein bisschen anhalten wird, dass eben spezielle Winzer dann sagen, ich habe hier noch einen 60 Jahre alten Weinberg mit Arban. Das ist auch eine von diesen seltenen weißen Rebsorten.
und dass er sagt, ich baue halt eben eine Einzellage mit Arban zum Beispiel aus. Mhm. Und aber sonst sind die drei gängigen Haupttrebsorten eben Pinot Noir, Meunier und Chardonnay. Interessant ist, darüber hatten wir auch vorher kurz gesprochen, dass fast 90-95% der Weine weiß ausgebaut werden. Mhm. 70% der Rebsorten rot sind. Und das hängt auch letztendlich mit der Historie der Champagner zusammen. Man will eben leichte, elegante, schlanke Weine haben. Und wenn man jetzt so einen roten, sprudelnden Shiraz nimmt, oder einen Lambrusco, die Farbe entsteht ja durch den Ausbau auf der Maische. Also, dass die Trauben, nachdem sie gepresst worden sind, auf ihren Schalen liegen bleiben. Und das ist ja das, was man in der Champagner partout verhindern will. Mhm. Das heißt, man nimmt gesundes Traubengut, bringt es so schnell wie möglich zur Kälte. Am besten ist diese direkt im Weinberg selbst, mhm. wie die großen Häuser das häufig haben. Und ohne dass man groß Zeitverlust hat, presst man die gesunden Trauben mit einem leichten Druck aus, gewinnt den Saft und ohne dass er oxidiert, sozusagen, wird er dann in Stahltanks oder Holzfässern gelagert. Mhm. Und die rote Farbe, wie gesagt, entsteht ja, also wenn man das machen wollen würde, indem man die Trauben auf ihrer Maische liegen lassen würde. Mhm. Das bedeutet aber, dass die Tannine durchkommen und das will man in der Champagner partout nicht. Weil ein Champagner soll leicht, frisch, gut bekömmlich sein. Okay. Das ist der Hauptgrund, dass es eben nur weiße Weine im Prinzip aus roten und weißen Trauben gibt. Okay. Und warum baut man dann nicht nur weiße Trauben an? Das würde eigentlich die Verfahren vereinfachen, weil es wird ja tatsächlich so auf die Spitze getrieben, dass die Pressen ja in Weinberg bauen und man sieht, das sind ja auch dann diese kleinen Hütten, die man ja allen Weinen dort sieht. Das ist ja schon irgendwie abgefahren. Ne? Man könnte ja sagen, ich mache nur weiß. Also es gibt dafür letztendlich zwei Gründe. Der Hauptgrund ist, dass Chardonnay halt nicht auf allen Böden wächst. Da sind die Franzosen natürlich, insbesondere in der Champagne, Spezialisten. Die wissen genau, welcher Boden für welche Traube am besten ist. Mhm. Und jetzt das zu nehmen, die Côte de Blanc, letztendlich einer der südlichen Teile der Champagne, hat halt bestimmte Kalkböden, die ideal für Chardonnay geeignet sind. Auch die Ausrichtung spielt eine Rolle, wie der Weinberg ist. In der Côte de Blanc ist die Ausrichtung vor allem nach Osten hingerichtet, Süden oder Osten. Mhm. Und in anderen Gebieten, zum Beispiel im Marne-Gebiet oder in der Montagne de Reims, sind die Böden halt anders. Die haben teilweise mehr Lehmböden oder Tonböden und haben eine andere Ausrichtung. Da ist halt Meunier und Pinot Noir besser geeignet. Mhm. Und der andere Grund ist natürlich, dass die drei Rebsorten unterschiedlich schmecken und unterschiedliche Nuancen und Facetten in den Wein bringen. Mhm. Das ist der Grund, ich denke, dass nicht nur Chardonnay zum Beispiel angebaut wird. Ja, aber das zeigt ja jetzt schon ganz deutlich, dass wenn man jetzt von der Champagne spricht, dass es ja eigentlich viel zu kurz gesprungen ist. Wenn man sich das auf einer Karte anschaut, dann stellt man ja auch fest, dass es ein sehr zersprenkeltes Gebiet ist, gezeichnet eigentlich durch das Relief, die Topografie. Also es hangelt sich so ein bisschen entlang von den Hängen oder Tälern und ist eigentlich ein relativ weitläufiges Gebiet. Also ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, was so die Ausmessungen oder Ausmaße sind, so Nord-Süd-Ost-West. Also ich glaube, 2 Kilometer kommt grob hin. Ja, ist schon groß. Das ist schon groß. Also wenn man Reims als nördlichen Punkt nimmt und Epernay, was der andere große mhm. dort in der Champagne ist, ich glaube, da war die Strecke, ja, das sind so 30, 40 Kilometer. Und dann fängt ja noch die Côte de Blanc an, die auch nochmal 20 Kilometer ist. Dann gibt es noch ein paar gesprenkelte Gebiete. Und dann gibt es ja noch das Gebiet der Côte d'Aube, was nochmal rund 100 Kilometer südlich ist von dem südlichen Zipfel der Côte de Blanc. Und dieses Gebiet, der Aube und Bar, Côte Bar und Côte Aube, grenzt ja fast schon ans Chablis dran. Ja, genau. Da ist man fast teilweise in Burgund näher als der Champagne. Ja. Und dadurch kommt so eine Nord-Süd-Ausrichtung von fast 200 Kilometern zustande. Mhm. Und da sind die Böden natürlich nicht so kreidereich, also in diesen südlichen Gebieten, ja. Zum Beispiel im nördlichen Teil der Champagne.
Und was hat es denn jetzt, ich möchte jetzt gar nicht mehr von Trend sprechen, weil es hat sich mittlerweile etabliert, aber ich glaube, viele Konsumenten halten Rosé-Champagner für was Exklusives. Meine Meinung trifft es jetzt nicht ganz, sage ich mal so ganz vorsichtig. Ich glaube, zum einen Teil ist es auch einfach Marketing und auch der Versuch, die weibliche Kundschaft anzusprechen. Und interessanterweise springen relativ viele auf den Zug auf. Also wenn es jetzt Mädelsrunden sind, meine Frau ist ja Hochzeitsfotografin, wenn da die Brautpaare hier zur Besprechung da sind, gibt es natürlich was Prickelndes, aber in Rosé. Wenn ich irgendwelche Bilder sehe, wo Mädels feiern, ist die Farbe auch meistens pink. Ich möchte jetzt gar nicht auf die soziologischen oder kulturellen Hintergründe gehen, wie weiblich pink ist oder andersrum. Aber nichtsdestotrotz hat der Rosé-Champagner ja geschafft, tatsächlich ja auch neue Kunden zu finden, zu akquirieren. Aber wie ist er denn qualitativ einzuschätzen? Weil tendenziell würde ich sagen, verlangen die Häuser 2-3 Euro mehr, obwohl es eigentlich derselbe Wein ist. Ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten, also vielleicht kann man es einmal so drauf gehen, zwei Möglichkeiten, Rosé-Champagner zu machen. Der eine, der klassische, wie 90% der Rosé-Champagner gemacht werden, ist so, dass man eigentlich einen Weißwein hat, also den Champagner, und gibt dann ungefähr 10% stillen Rotwein dazu. Man darf es nirgendwo anders weiß und rot mischen, normalerweise in der nur in der Champagne. Die anderen 10% machen das sogenannte Rosé de Saignée-Verfahren, beziehungsweise Maturationsverfahren. Das ist das, wovon ich eben einmal kurz gesprochen hatte. Man presst die Trauben aus und lässt sie auf der Maische liegen. Dann wirklich je nach Stil und Vorliebe zwischen 30 Minuten und 3 Tagen. Genau, das hatte ich auch in der Rosé-Sendung schon mal angesprochen, die Art und Weise, wie Rosé entstehen kann. Genau. Ja. Und das wird dann auch in der Champagne eben, aber in der Minderheit eigentlich so gemacht. Ne? Genau, 10% ist nur das ist das schwierigere Verfahren. Technisch deutlich schwieriger, aufwendiger für den Winzer. Da muss er genau aufpassen, dass er den Zeitpunkt nicht verpasst, ihn zu lange auf der Maische gelassen zu haben, weil dann wird er eben tanninig, eben bitter, und das will man ja vermeiden. Man will ja durch dieses lange auf der Maische liegen eher einen Fruchtcharakter gewinnen. Wenn die Trauben einen bärigen Charakter haben. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich bin, was Rosé betrifft, nicht sehr voreingenommen oder mit Urteilen behaftet. Ja. Es gibt sehr, sehr gute. Einer der größten überhaupt Weine, die ich je in meinem Leben getrunken habe, sind ältere Kristallrosés. Wirklich was ganz, ganz Feines, Imposantes. Aber die Liebe, wenn ich Rosé trinke, sind eindeutig die Winzer-Champagner. Eben sehr viel experimentieren, meistens eben dieses Rosé-de-Saignée-Verfahren anwenden und dort teilweise wirklich exzellente Rosés machen. Also einer meiner absoluten Favoriten ist zum Beispiel von Georges Laval der Rosé. Selten, teuer, aber gut. Und Rosé ist vor allem teuer, weil es unter anderem eben selten ist. Nicht, weil er qualitativ besser ist, sondern einfach, weil er selten ist. Und wie du richtig gesagt hast, eher auf das weibliche Publikum abzielt. Wenn ich die Zahlen richtig von dem Champagner-Komitee im Kopf habe, ist es so, dass früher der Marktanteil so 3% war und mittlerweile auf die 10% zu. Genau. Ja. Das ist schon eine deutliche Marktanteilssteigerung. Meine schönste Erinnerung an Rosé-Champagner ist ja die, wo wir gemeinsam hatten, ja, in einem der legendären, ich nenne es jetzt mal Verkostungstrainingsrunden, die ja meistens dann ziemlich feuchtfröhlich geendet sind. Da waren wir ja in Rüdesheim beim Breuer gesessen und hatten da eine Champagnerverkostung, natürlich aus reinem akademischen Interesse gemacht. Natürlich. Und da hattest du auch einen dabei. Weißt du noch, welcher das war? Ich habe dich schon mal gefragt. Ja, das war von Lec Lepage gewesen, der L'Alchemist. Das ist natürlich ein freakiger Stoff, muss man ganz klar sagen. Der hat den auch, glaube ich, damals 3 Tage liegen lassen. Das ist schon grenzwertig. Aber ich mag den Stil eben. Das ist eben weiniger Stil, den man dann auch sehr gut zu Grillzeug und sowas essen kann. Zu Fleischsachen und nicht nur
nebenher als Aperitif trinkt. Und dann kann man das in der Farbe erkennen, ob es ein Nähverfahren war oder die... Eigentlich nicht. Ehrlich gesagt, nein. Es ist so, wenn die wirklich ziemlich dunkel sind, dann ist es häufig ein Sanier-Verfahren. Das muss man sagen. Aber eigentlich kann man es nicht erkennen. Und da hat man vorher ja schon drauf angesprochen, Jahrgang Champagner. Warum gibt es das und was zeichnet die jetzt nochmal vor dem Hintergrund der Hausstile aus? Ja, also letztendlich gilt immer der Jahrgang Champagner eigentlich als das Prestige-Cuvée. Oder die meisten Prestige-Cuvées, die es gibt, oder das Aushängeschild eines Hauses, sind die Jahrgang Champagner. Das liegt daran, dass der Winzer wirklich nur Trauben aus diesem einen Jahrgang verwendet. Der Hintergrund ist der, dass er oft die Beine viel länger auf der Hefe liegen lässt, weil es auch meistens seine besten Trauben sind aus einem besonders guten Jahrgang. Er baut diese Weine aus und lässt sie dann, je nach Haus, zwischen Minimum 36 Monate, aber häufig 5, 6, 7, 10, 12, 14 Jahre auf der Hefe liegen. Okay. Und das alleine, die meisten einfachen Champagner, die Brut Sans Sanés, also die Champagner ohne eindeutigen Jahrgang, bleiben oft nur 15, 18, 20 Monate auf der Hefe. Und dieser Hefeeinsatz, diese Hefelagerung in der Flasche, also eben dieses Champagnerverfahren, ist einer der Gründe, warum Champagner komplex, cremig und fein sind. Und Jahrgang Champagner müssen alleine per se schon 36 Monate statt 15 Monate auf der Hefe liegen. Und das macht einen Grund aus, warum Jahrgang Champagner so besonders sind. Und oft ist es so, dass in der Produktionsmenge das auch nur 10-20% der Produktionsmenge ausmacht. Von den großen Häusern. Also damit zeigt man, was man hat und was man kann. Genau. Genau. Und es ist so, wenn man meistens einen Jahrgang Champagner und den einfachen Champagner nebeneinander trinkt, merkt man in 90% der Fälle, auch wenn man nicht so erfahren ist, dass der dichtere, komplexere Wein der Jahrgang Champagner ist. Ich glaube aber, dass das häufig der Auswahl der Trauben oder der Grund ist und die lange Hefezeit. Aber normaler Champagner kann auch länger liegen, also da gibt es keine Obergrenze. Ne? Also für mich nicht, sowieso nicht, aber ich habe auch schon Champagner getrunken, die 100 Jahre alt waren, die noch Bubbles hatten und die noch frisch waren. Den Shipwreck Champagner? Den habe ich noch nicht getrunken. Den habe ich noch nicht getrunken. Aber es gibt eben letztendlich bei Champagner wie bei allen Weinen auf die Lagerung an. Natürlich muss so ein Champagner perfekt gelagert sein und man muss Glück haben, dass er dann noch so ein Erlebnis bringt. Oft sind die Weine, wenn die, sage ich mal, 30, 40 Jahre alt sind, eher Stillweine, ohne Bubbles. Der Wein an sich ist immer noch gut, aber wenn man natürlich auf den sprudelnden Effekt hofft, der ist dann häufig... Wird man enttäuscht. Da wird man enttäuscht. Das muss man wissen und sich so drauf einlassen, wenn man das möchte. Und dann, was auch noch oft in der Champagne erwähnt wird als Unterarten, ist Blanc de Noir und Blanc de Blanc. Vielleicht fangen wir mit dem Blanc de Noir an. Was ist der seltenere. Blanc de Noir bedeutet letztendlich weißer Wein aus roten Trauben. Das heißt, man kann beide verwenden, also die Meunier-Traube und die Pinot Noir-Traube. Man muss also nicht nur einen einsortig verwenden. Man kann auch 50% Pinot Meunier und 50% Pinot Noir haben. Und letztendlich nimmt man nur die roten Rebsorten und macht daraus einen weißen Wein. Und das geht nur, wenn die Trauben eben zügig gepresst werden und danach nicht auf der Maische liegen. Und was ist das Besondere an einem Blanc de Noir? Also ich war früher, als ich angefangen habe zu trinken, großer Blanc de Noir-Fan, weil ich eher diesen kräftigeren Stil mochte. Es ist so, dass Pinot Meunier Champagner und Pinot Noir Champagner oft fruchtiger sind. Diese Brotfrüchte haben typischerweise so einen roten Beeren-Früchtekorb, Erdbeeren, Himbeeren, je nachdem auch Blaubeeren und so Waldfrüchte allgemein. Waldfrüchte, genau, und eher vom Stil kräftiger sind. Sind aber auch oft zugänglicher in der Jungphase, haben den Nachteil, dass die meisten nicht so gut reifen. Jetzt, wenn wir dann jetzt sozusagen den Spagat zum Blanc de Blanc nehmen, der eben nur aus weißer Wein, aus weißen Trauben, meistens eben Chardonnay, aber wie auch eben schon erwähnt, aus den anderen vier Rebsorten möglich. Man kann die auch mischen. Es bleibt ein Blanc de Blanc. Es muss also nicht reinsortig Chardonnay sein. Aber in der Realität sind 99% der Blanc de Blancs reine Chardonnay-Champagner. Okay.
Und die haben den Vor- oder Nachteil, dass sie am Anfang oft nicht so zugänglich sind, aber ziemlich von der Struktur leichter, weniger weinig, weniger rote Beere Aromatik im Vordergrund haben. Mhm. Die kriegen je nach Ausbau und Stilistik eben oft so eine Brioche-Note, Toast-Note, Nuss-Note im Alter, ähnlich wie ein Burgunder, und können meistens besser reifen. Die meisten großen Champagner, die ich getrunken habe, die altern konnten, waren entweder 50-50, Chardonnay, Pinot Noir oder reine Chardonnay, Champagner. Okay, das heißt, die Jahrgangschampagner sind dann auch tendenziell eher Blanc de Blancs, oder? Ja, ja. Oder 50-50. Also wenn man die großen Häuser nimmt, die haben fast alle, je nach Stilistik natürlich unterschiedlich, um 50-50. Mal Chardonnay-lastig, mal Pinot Noir-lastig. Es gibt wenige reine Blanc de Blancs, aber zum Beispiel nur so, um zwei Namen zu nennen, die beiden mitgrößten Champagner, die es gibt, Clos de Ménil und Comte de Champagne von Taittinger, sind reine Chardonnay-Champagne. Wie heißt der von Taittinger nochmal? Comte de Champagne. Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon lange gesprochen und jetzt, glaube ich, wird es auch einfach mal Zeit, ne? Die Theorie sein zu lassen und steigen jetzt in die Verkostung ein. Und ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, springen zum Kühlschrank und dann sind wir gleich zurück. Wir sind in einer Minute. Okay, bis gleich. So, da sind wir wieder und haben jetzt die Champagnerflasche zunächst mal vor uns. Da gibt es natürlich dann auch noch das entsprechende Bild auf Instagram und auf meinem Blog. Und was ich immer ganz gern vor den Verkostungen an sich mache, ist, sich zunächst mal die Flasche anzuschauen, weil das ja eigentlich auch ein Teil des Podcast-Sinns darstellt, die Kaufkompetenz zu steigern. Und da ist natürlich wichtig, was man auf dem Etikett auch sieht. Welchen Champagner haben wir denn hier überhaupt, Alper? Also, wir haben von Pierre Peters, das ist einer meiner Lieblingsproduzenten. Man muss sagen, Pierre Peters ist in dem Dorf Le Menil-sur-Auger beheimatet. Aus Le Menil kommen, das liegt an der Côte de Blanc, über 90% ist mit Chardonnay bepflanzt und kommen mit die feinsten, kargsten, frischesten Champagner her. Okay. Peters ist sicherlich einer, der mit die präzisesten Weine überhaupt macht. Okay. Das muss man ganz klar sagen. Er hat eine ganz besondere Lage, die heißt Le Châtillon und gilt als eine der besten Lagen überhaupt. Auch sein Prunkstück, also sein Prestige-Cuvée, heißt Le Châtillon, werden, glaube ich, nur so 5000 Flaschen produziert, ist fast immer ausverkauft. Man kriegt die Flaschen kaum. Aber was ich an Pierre Peters besonders mag, das ist jetzt sein Einstiegschampagner. Mhm. Den finde ich schon sehr, sehr hochwertig. Genau, und da möchte ich gleich mal die Gelegenheit nutzen, an der Stelle auch mich bei der Nicola Neumann zu bedanken, die uns beiden den Champagner gespendet hat. Auf jeden Fall. Ihres Zeichens, glaube ich, Geschäftsführerin von Champagne Characters. Das ist ein Champagnerladen in München. Und die Nicola hat da eine sehr ausgewählte und umfangreiche Auswahl, ne? Auf jeden Fall. Also wenn ich einen Champagnerhandel aufmachen würde, würde ich sicherlich 70-80% der Weine von ihr auch gerne unter meinen Fittichen haben, die sie auch haben. Und das sind fast alles nur mit die interessantesten Winzerschampagner. Mhm. Und bevor wir den Wein jetzt aufmachen, also den Wein gibt es natürlich auch bei ihr im Laden, sonst hätte sie uns den ja auch gar nicht jetzt zur Verfügung stellen können. Und obwohl du ja schon durchklingen hast lassen, dass es hier mir wahrscheinlich mit einer sehr guten Qualität zu tun haben, ist der Flaschenpreis, glaube ich, liegt gerade mal in Anführungszeichen bei 35 €, was natürlich für einen hochkarätigen Champagner wirklich ein Schnapper ist, ne? Auf jeden Fall. Also wenn man das jetzt, ich vergleiche das ja immer gerne mit den Basis-Cuvées der großen Häuser, ne? Und die liegen ja auch mittlerweile alle zwischen 30 und 45 Euro. Und damit liegen wir, sagen wir mal, in dieser Price-Range. Und ich würde eigentlich allen großen Häusern diesen Champagner vorziehen. Okay. Basis-Qualität. Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Wenn wir uns das Etikett nochmal anschauen, Blanc de Blanc steht drauf, da hat man ja
gerade schon mal drüber gesprochen. Und dann nochmal extra Brüt. Für was steht das extra? Für eine geringere Dosage? Genau. Brüt heißt ja bis 12 Gramm. Und dann gibt es noch die Einteilung extra Brüt. Das bedeutet bis 6 Gramm. Restzucker dürfen in dem Champagner drin sein. Mhm. Es gibt viele Häuser, die extra Brüt ausbauen, also unter 6 Gramm, aber nur Brüt draufschreiben. Okay. Viele haben dann Angst, wenn extra Brüt ist, dass die denken, das ist zu trocken und eben nicht mehr charmant genug. Die schreiben bewusst nur Brüt drauf. Okay. Dann gibt es noch eine weitere Einteilung, die nennt man dann Brüt Natur oder Zero Dosage. Das ist nur bis 3 Gramm Restzucker erlaubt. Auch da darf man Brüt draufschreiben. Also man kann einen Champagner mit 2 Gramm Restzucker ausbauen oder lassen und ihn trotzdem Brüt nennen. Umgekehrt geht es natürlich nicht. Wenn er 10 Gramm hat, darf man ihn natürlich nicht Zero Dosage nennen. Ja, trotz allem finde ich immer, dass das genau die Details sind, die den Einsteiger dann doch ein bisschen verwirren. Und man tut sich dann manchmal schwer einzuschätzen, was man im Glas hat. Ne? Genau so ist es, ja. Dann steht da noch Grand Cru drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, ist es eine geschützte Bezeichnung auch in der Champagner? Es ist ganz interessant. Es gibt ja 3 verschiedene Modelle, wie man Weine kategorisieren kann. Das Bordeaux-Modell, das Burgund-Modell und das Champagner-Modell. Mhm. Im Bordeaux ist es ja so, dass es an die Châteaus gerichtet ist, welche Klassifizierung es hat. Im Burgund ist es an die Lage gerichtet, ob es Grand Cru, Premier Cru oder eben Dorfappellation ist. Und in der Champagne ist es an die Dörfer gerichtet. Das ganze Dorf bekommt die Bezeichnung. Also Lüben-sur-Auger ist 1 von 17 Dörfern, die sich ein Grand Cru-Dorf nennen können. Mhm. Damit sind alle Trauben, wenn diese Trauben aus diesem Dorf kommen und wenn Pierre-Peters-Trauben nur aus, in dem Falle, ich sage, es muss nicht nur Le-Ménil sein, er könnte auch noch Auger dazu nehmen, ist ja auch ein Grand Cru-Dorf, darf er Grand Cru draufschreiben. Ah, okay. Ist irgendwelche Trauben nicht aus einer Grand Cru-Lage, darf er das nicht mehr draufschreiben. Okay, das ist auch wieder was dazugelernt. Und oft sind noch interessante Sachen auch auf dem Rückenetikett. Aber was ich noch zu dem Frontetikett an sich sagen möchte, was mir da sehr, sehr gut gefällt, ist eigentlich die fast schon minimalistische Art des Etiketts, die Nüchternheit des Etiketts. Ich würde jetzt tippen, er versucht damit vielleicht schon einen Hinweis auf die Stilistik zu geben. Aber es ist natürlich jetzt, wenn man jetzt an die großen Häuser denkt, es ist alles mit pompös und Glamour, sage ich mal im weitesten Sinne. Und so wird er ja auch vermarktet, der Champagner. Aber hier das Etikett ist ja vornehm, zurückhaltend, elegant und eigentlich gar nicht so auf Prunk ausgerichtet, wie man es sonst in der Champagne kennt. Ne? Das stimmt. Ich glaube, er hat auch sein Etikett in den letzten Jahren geändert. Aber wie gesagt, wie du gesagt hast, es besticht durch seine Schlichtheit und Eleganz. Ja. Das soll auch, glaube ich, dieses Pure soll auch im Glas sich widerspiegeln. Nichts Barockes, nichts Zugesüßtes. War das auch Absicht. Okay. Der heißt Rudolf, also der Weinmacher von Rudolf Peters, denkt, dass das seine Absicht war. Auf der Rückseite sehen wir dann 12% Alkohol. Das ist eigentlich ziemlich normal für Champagner. 12 und 12,5. Wenn du über 13 hast, brauchst du eine Sondergenehmigung, die fast nicht genehmigt wird. Aber man kann ja durch diese Dosage, also wie man macht, beziehungsweise nicht durch Dosage, aber durch die Tirage, die man dazu gibt, den Alkoholgrad ziemlich gut bestimmen. Also den Zucker, den man zufügt, auf den schon vorhandenen Alkohol, dass man so diese 12,5% hinkommt. Aber irgendwann kommt man schon ein Problem, weil ich sage mal, durch die Klimaerwärmung ist natürlich der Stillwein tendenziell immer zuckergehaltvoller und damit bringt der Grundwein ja möglicherweise schon mehr Alkohol mit und irgendwann gibt es eine Abwägung zwischen Flaschendruck und Alkohol und... Jein, es ist ja so, dass der Wein, der eigentlich in der Champagne geerntet wird, so bei 10,5-11 Volumenprozent wird. Das ist ja auch von dem Komitee vorgegeben, weil die wollen ja nicht zu groß reife Trauben haben. Ja. Das heißt, die bestimmen, dass wenn es jetzt wirklich zu warm ist, dann wird eben der Champagner früher geerntet, also die Trauben früher geerntet. Ja. Achten also darauf, dass beim Ernten der potenzielle Alkohol so bei, natürlich hast du recht, das
Problem entsteht, weil wenn du sie zu früh erntest, dann hast du natürlich keine phenolische Reife, ne? Ja. Dann nur noch die Reife, die nicht ausreicht, um den Wein angenehm sich anfühlen zu lassen. Aber sie können das relativ gut dosieren, dann müssen die eben bei der zweiten Abfüllung, wo der Zucker dazugegeben wird, darauf achten, dass nicht zu viel bei der Flaschengärung nicht zu viel Zucker dazugegeben wird. Aber du hast recht, dann schwindet natürlich auch der Atmosphärendruck und den wollen die ja sonst auch so bei 6 Atmosphären halten. Mhm. Erstaunlich viel, was ja auch der Grund dann für das Drahtkörbchen letzten Endes ist. Genau. Und was jetzt typisch französisch ist, finde ich, ist jetzt der Hinweis auf, was wir vorher angeschnitten haben, um welche Art von Champagner, welche Machart, welches Haus es ist, findet sich ganz unten. Ich würde mal sagen, es ist geschätzt eine 6-Punkt-Schrift, ja. Wenn überhaupt. Also das ist auch nur was für sehende Menschen. Die 2 Buchstaben RM sagen uns jetzt im Prinzip, dass es ein Winzer-Champagner ist. Ne? Richtig. Das heißt Récolton Manipulé. Und in dieser Sprache heißt es, dass er eigentlich nur seine eigenen Trauben verwenden darf. Oder er darf nur seine eigenen Trauben verwenden. Er darf nichts dazu kaufen. Das stimmt bis zu einem gewissen Satz. Er darf bis zu 5% dazu kaufen. Wenn Pierre Peters ein Rosé machen wollen würde, und in seinem Dorf gibt es ja keine roten Trauben, jetzt in seinem, ne? Le Meunier ist fast 100% Chardonnay-Dorf, dann darf er 5% dazu kaufen, um ein Rosé machen zu dürfen. Okay. Zum Beispiel also ähnlich wie in Deutschland, wo das 15% sind, die nicht erwähnt werden müssen auf dem Etikett, da sind es halt dann nur 5. Bei dem Winzer Champagner, wenn er dieses RM tragen will, darf er 5% dazu nehmen. Zelos zum Beispiel hat für sein Rosé Trauben von Aigle Urier die roten genommen, okay. Um den machen zu können, weil er keine eigenen roten hat. Ne? So, Alper, dann mache ich jetzt die Flasche auf. Ich habe schon gesehen, du hast sie schon aufgemacht. Ja. Schon mal ein schönes Geräusch auf jeden Fall. Ganz kurz zum Korken. Klassischer Pilzkorken. Allerdings ein Granulatkorken, sehe ich. Ja. Was lässt sich dazu sagen? Weil zum Beispiel beim Lambrusco oder auch Prosecco wollte ich eigentlich sagen und auch bei vielen anderen ist es so, dass die auch gerne mit Granulat arbeiten, aber dann unten oft noch so eine Schicht Naturkork aufkleben, was er jetzt nicht gemacht hat. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil die meisten Champagnerkorken, die ich kenne, sage ich jetzt mal, ja, verwenden eigentlich Naturkorken. Ich weiß nicht, ob er das jetzt bei seiner Basisqualität aus sicherlich Kostengründen haben gemacht hat. Aber normalerweise muss ich sagen, verwenden die hochwertigere Korken. Okay. So, jetzt habe ich es eingeschenkt und die erste Frage an dich, an den Champagner-Experten, wäre zum Wohl erstmal. Zum Wohl, genau. Wäre, in was für eine Art von Glas du Champagner verkostest. Ich habe das schon mal angesprochen, dass die unterschiedliche Glasform seinen Sinn und Zweck hat, aber eigentlich bei einer professionellen Verkostung immer dieselbe Glasform zum Einsatz kommt. Und ich sehe, wir greifen da zu ähnlichen Gläsern bei der Verkostung, ja. Also ich muss sagen, ich habe bei Champagner sehr viele Gläser ausprobiert. Ich verwende auch, ehrlich gesagt, 5-6 verschiedene Gläser. Mhm. Ich habe da nicht so einen eindeutigen Favoriten. Das hängt letztendlich vom Champagner ab. Wie alt, wie gereift, Qualität, welche Farbe. Welches Glas ich zum Verkosten super finde, ist das Zalto Weißweinglas. Ja, super. Das ist ein perfektes Glas, finde ich, zum Verkosten. Zum Trinken, wenn die eben wie so ein Blanc de Blanc relativ schlank sind, jung sind, finde ich das auch sehr, sehr gut. Und wir haben jetzt die letzte Zeit häufig eben einfachere, nicht negativ gemeint, aber eben vielleicht nicht so komplexe Champagner aus diesem Glas getrunken auch, nicht nur verkostet. Ich finde das super. Ja, also ich habe mal letztens auch ich bin da auf einer Verkostung in München bei einer Südafrika-Verkostung nämlich draufgestoßen. Von der Sebi-Family hatten wir, glaube ich, 12 oder 14 verschiedene Weine. Und in dem Restaurant, wo wir waren, war ein Glas Salto und eins war ein gewöhnliches Glas, deutlich schwerer,
grobschlächtiger, würde ich jetzt fast schon sagen. Und es war schon auffällig, dass fast alle Weine, die im Zalto-Glas waren, besser abgeschnitten haben wie in dem einfachen Glas. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich eben da auch die Gläser mal mir gekauft habe. Von jeder Glasform zunächst mal zwei Stück. Aber es macht einfach Spaß, aus dem Zalto-Glas Wein zu trinken. Zur Farbe, Alper. Ich sehe jetzt mehr oder weniger ein mittleres Zitronengelb, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall jugendlicher Wein von der Farbe her, ohne jetzt völlig durchlässig oder grün zu sein. Ja. Finde ich auch. Also es ist ein schönes mittleres Gelb und spricht für seine Frische von der Farbe her. Man kann in dem Zalto-Glas jetzt die Bubbles nicht so ganz so gut sehen, aber insgesamt ist das schon deutlich feine Bubbles. Genau. Und die Nase. Sagt das schon was als Experte? Die Art und Weise, wie der Wein schäumt im Glas und die Perlage, also die Mousse meine ich, ja. Und die Perlage, brauchen sich da schon was sagen dazu? Ja, also ich bin da nicht so fixiert drauf. Ich finde es angenehm, wenn er sprudelt. Er muss nicht zu viel sprudeln. Letztendlich ist es ja ein Wein, um den es geht. Aber die Sprudel machen natürlich eine gewisse Frische aus. Und wenn einer natürlich sehr lange auf der Hefe gelegen hat, merkt man den Unterschied schon im Mund, weil es eben diese Feinperlen ist eben nicht, dass sie so klein sind, sondern dass sie eben im Mund viel zarter platzen als eben zum Beispiel, wenn welche imprägniert worden sind mit der Kohlensäure. Mhm. So. Das merkt man. Das machen wir jetzt gleich mal, nehmen den jetzt gleich mal im Mund. Ja. Extrem. Der erste Eindruck ist einfach mal wow. Ne? Genau, es ist ein extrem frischer, zitronenlastiger, finde ich, mit ganz leichten Biskuitnoten, aber die sind jetzt wirklich dezent im Hintergrund. Die Frische, die Zitrusfrische, ich bezeichne es oft auch als Grapefruit von der Säurestruktur her. Mhm. Ich finde ihn sehr balanciert. Und am Gaumen extrem frisch, präzise. Jetzt um es vielleicht im Ausdruck von Wese zu sagen, mittellang im Abgang, aber trotzdem sehr fein und strukturiert. Und also in der Nase, jetzt haben wir das Pferd von hinten aufgezogen, aber das macht auch nichts. In der Nase hat man schon auch so eine Limetten-Aromatik. Also es geht schon so ein bisschen in diese herbe Richtung. Das ist jetzt nicht so was Zitronenartiges, was so vorderfruchtig ist. Grapefruit, finde ich, geht ja auch in die Richtung, ist ja auch eher, auch wenn es jetzt eine Orange ist, aber die hat schon deutlich mehr Biss wie jetzt so eine normale Orange, wo man hat auch mit so einer gewissen Herbigkeit, die, glaube ich, mit der Limette schon eine... Ja. Und dann natürlich die Hefearomatik. Ne? Das ist das, was man jetzt auch in der Nase einfach schon hat und was letzten Endes am Ende des Tages das Aushängeschild vom Champagner auch ist diese Hefearomatik. Ne? Ja, genau. Also Hefe, diese Brioche-Note, die aber, wie gesagt, finde ich hier wirklich dezent ist. Ich würde eher wirklich die Limetten, Grapefruit-Note im Vordergrund sehen. Aber natürlich mit einer schönen reifen Note im Sinne von. Und weil wir als Deutsche ja immer so ein bisschen einen Rebsortenfetisch haben, was ich total absurd finde. Und in allen Seminaren, die ich gebe, reite ich da immer ein bisschen drauf rum, weil wir das als normal ansehen. Aber es ist nicht normal, es ist eigentlich eher die, zumindest bis dato, eher die Minderheit. Die großen Weinbaunationen legen eigentlich auf die Rebsorte nicht allzu großen Wert. Es ist eigentlich der deutsche Sprachraum und die neue Welt, die das gerne draufschreibt aufs Etikett. Auf was ich hinaus möchte, ist, weil Chardonnay ja auch ein bisschen
gelitten hat in der Reputation als Rebsorte insgesamt. Da hat mich auch eine Hörerin schon mal angeschrieben, wie ich denn dazu käme, Chardonnay als eine der größten weißen Rebsorten zu bezeichnen, weil die ganzen Holzwürmer, die da die letzten Jahre und Jahrzehnte unterwegs waren, haben seinen Ruf natürlich schon geschadet. Zwei Fragen dazu. Wie viel Chardonnay ist jetzt hier noch im Glas? Also wie viel kommt dort von der Rebsorte noch durch bei diesem? Ich finde extrem. Also wenn man den blind im Glas hätte, natürlich wir wissen es, dadurch macht es die Sache einfacher, aber ist es schon eindeutiger, frischer Chardonnay-Stil. Mhm. Das wäre ungewöhnlich, dass ein reinsortiger Pinot Noir diese Frische, diese Limettenduft, Limettenblüten in der Nase und am Gaumen hätte. Dafür ist er einfach zu frisch. Ich finde schon, dass man hier sagen kann, das ist 100% Chardonnay oder zumindest ein Blanc de Blanc. Das, ob man es jetzt Le Ménil direkt erkennen würde, wage ich bezweifeln, aber man erkennt auf jeden Fall, das ist, was man Le Ménil nachsagt, der kargste, der mineralischste, der salzigste unter den Côte de Blanc-Dörfern, also unter den Weißwein-Dörfern. Dazu fehlt uns jetzt natürlich der Vergleich, wenn man zum Beispiel ein Cremant oder Avis-Champagner dagegen hätte, aber ich finde, dass der schon ziemlich... Aber eine Salzigkeit, glaube ich, kann man schon gut rausschmecken. Es ist natürlich immer ein bisschen verleitend durch die starke Säure, das Einspeicheln, was ja immer der Indikator ist für eine hohe Säuregehalt, verbunden mit der Mineralität, die der Wein natürlich auch ausgezeichnet bringt, denke ich, ist die Assoziation zum Salz immer nicht weit her, weil Salz regt auch den Speichelfluss an und dieses Mineralische. Aber ich denke, trotz allem ist das Terroir, was du jetzt beschrieben hast, was die Region, den Ort eigentlich auszeichnet, findet sich im Glas schon exzellent eigentlich wieder. Also mir fehlt jetzt natürlich nicht so der Überblick, den du hast, den habe ich natürlich nicht. Aber das, was du beschrieben hast, finde ich, das hat man eindeutig im Glas. Also es ist ein schlanker, eleganter, zitrusbetonter Wein, der jetzt nicht mit seinen Hefearomaten protzt, wie jetzt vielleicht andere. Und natürlich diese Mineralität und Salzigkeit und Stahligkeit, also die hat man, die ist schon faszinierend, ja, definitiv. Also Pierre Peters baut auch alles in 100% Stahltank aus. Auch die malolaktische Gärung, also nur als Stilistik, damit nimmt er ein bisschen die spitze Apfelsäure weg, wandelt die Milchsäure um. Ob sein Wein das unbedingt bräuchte, weiß ich nicht, aber es ist eben seine Stilistik und ich finde es super. Also ein bisschen grüner Apfel kann man sich noch reindenken, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ob ich das jetzt auf die Malolaktik schieben würde, weiß ich nicht. Ich meine, grundsätzlich ist es so, ich wäre jetzt hier eher im grünen Aromaspektrum. Jetzt habt ihr zwar von Grapefruit geschrieben, die natürlich da farblich jetzt nicht reinpasst. Aber gelbfruchtig, was man ja meistens mit ein bisschen Exotik oder Richtung Exotik schieben würde, habe ich jetzt hier eigentlich nicht. Das ist schon eher der knackig grüne, grüne Geschmack. Und dafür finde ich ihn sehr, sehr gut. Ja. Dann gehen wir nochmal vielleicht auf die Palage ein. Ich muss auch nochmal nachschenken, weil ich schlucke das leckere Gesetz runter, wie es kommt. Ein besseres Lob gibt es eigentlich auch gar nicht. Ja, das ist wirklich so einer, ich hasse diesen Ausdruck, ich verwende ihn eigentlich auch nie mit diesem Trinkfluss oder Trinkflow, aber oder auch der andere Ausdruck, es animiert zum Trinken, aber man muss einfach sagen, man will es weiter. Es ist süffig. Es ist einfach wirklich und dafür, dass er so lecker und süffig. Ist, sehr süffig. Das stimmt. Fantastisch. Und das ist auch an die Hörer gerichtet, die immer irgendwas gegen Säuremonster haben, die meistens das in Verbindung bringen mit einfachsten Kabinett-Riesling und beschweren sich dann über Reflux. Ich meine, du als Arzt kannst da eh nur schmunzeln, weil viele Süßweine haben deutlich mehr Säure wie einfache Rieslinge und unserem Körper ist es eigentlich egal, in welcher Form oder mit wie viel Zucker verpackt die Säure im Magen ankommt. Das ist alles eine Wert bleibt der gleiche. Ausgeprägte Kopfsache, ja. Bin ich auch auf missionarischer Mission unterwegs, was das angeht. Aber ich finde, der Champagner
zeigt einfach, dass auch ein, ich möchte jetzt nicht sagen säurelastiger, aber ein Wein, der von der Säure geprägt ist, durchaus Spaß machen kann und auch eine Trinkfreude hat und nicht kompliziert ist oder nur was für Freaks oder so. Ne? Ganz im Gegenteil, der Wein ist einfach so, wie er ist, animiert er einfach zu trinken und macht einfach wahnsinnig viel Freude und ist eigentlich, wenn ich es jetzt so sagen würde, hänge ich mich jetzt weit aus dem Fenster raus, weil viele der Hörer oder auch Seminarbesucher oft so sagen, ich trinke die Rebsorte nicht oder Champagner ist für mich nichts oder ich mag keine Franzosen. Und das, finde ich, ist immer wahnsinnig kurz gesprungen, weil man da so extrem pauschalisiert und so viel Leuten Unrecht tut. Und dieser Champagner wäre jetzt für mich eigentlich ein idealtypischer Vertreter seiner Art, um vielleicht Leute auch an die Champagner heranzuführen, um zu sehen, was dort stilistisch auch einfach möglich ist, ne? Genau, es ist natürlich ein, dadurch, dass das eben Luminil und Blanc de Blanc ist, natürlich schon ein besonderer Champagner. Eben nicht dieses typische, wo eben so gedrittelt wird von den drei Rebsorten. Es fehlt so ein bisschen der Fruchtcharakter, aber dieses wirklich, wo man sagt, ich will noch ein Glas schnell trinken, das kann man, glaube ich, gut nachvollziehen. Was ich auch sehr begeisternd finde, ist, was der Wein für ein Mundgefühl hinterlässt. Jetzt haben wir natürlich wenig Alkohol, wie gesagt, eine hohe Säure, eine ganz geringe Viskosität auch, aber der Wein wirkt im Mund für mich extrem leicht. Also ist natürlich durch das Aufschäumen unterstützt, keine Frage, aber das Mundgefühl, das ist fast schon, ich würde sagen, ein Federfuß oder irgendwie sowas. Also es kommt schon mehr so die Ballerina irgendwie da angetanzt, die den Boden fast nicht berührt. Und es ist total faszinierend, wie leicht der Wein im Prinzip im Mund mir vorkommt. Definitiv. Aber das ist sicherlich auch eher dem Chardonnay geschuldet, also mit dem Chardonnay und natürlich auch der Lage und dem Weinmacher. Aber das ist öfter bei Chardonnay-Champagnen anzutreffen als bei Saint-Marc Blanc de Noirs. Dass sie so leichtfüßig daherkommen. Ja. Das ist, also wenn man es sich pauschalisieren will, kann man das sicherlich so sagen. Mhm. Und zur Länge vielleicht noch ein Wort? Also ich finde ihn, wie gesagt, mittellang, aber was ich immer an Weinen schätze, generell unabhängig vom Champagner, ob er präzise am Gaumen bleibt, ich finde ihn extrem präzise und damit ist er sicherlich sehr, sehr gut gemacht. Was meinst du mit präzise? Mit präzise, dass halt letztendlich dieser eine, wir haben es jetzt auf Limette, Grefo, Zitrone geeinigt, dass das präzise im Mund auch 30 Sekunden, einer Minute noch im Mund bleibt. Da kommen keine verwaschenen anderen Strukturen. Die Säure ist spürbar, flacht aber jetzt nach einer Minute oder so ab. Aber dieses Limettengefühl bleibt im Mund, dreht sich eher, wird so eher dichter. Im Gegensatz, man sagt ja oft im Aperitif-Champagner, bei solchen oft Blonde Blancs kann ich eben nie so nachvollziehen, weil eben der Nachhall oder der Nachgeschmack extrem sich konzentriert. Viel stärker als im ersten Moment, als wenn man den im Mund hat. Und das finde ich immer sehr positiv. Das ist meistens so meine Definition von präzise bei Wein oder Champagner. Und also kann ich hundertprozentig zustimmen, das Geschmacksspektrum, das Aromaspektrum bleibt eigentlich über den ganzen Abgang erhalten, verwässert nicht, verschmiert nicht, denke, das passt mit präzise ganz gut. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal dagegen stellen, wie sich es trotzdem mit der Komplexität verhält. Weil wenn wir jetzt sagen, es ist sehr definiert auf den Punkt mit 1, 2, 3 Aromen, dann könnte man natürlich jetzt auf die Idee kommen zu sagen, dem Wein mangelt es an Komplexität, aber das darf man auf jeden Fall nicht in einen Topf schmeißen. Ne? Genau, das finde ich, muss man unterscheiden und es geht ja auch nicht immer darum, dass ein Wein komplex sein muss. Ich finde eben, die Komplexität ist, dass der verglichen mit Kleidern, wenn du jetzt eben ein schlichtes schwarzes Kleid hast, wo man sagt, das ist zeitlos oder das heißt ja nicht, dass das dann schlecht gemacht ist oder langweilig ist. Solange es gut gemacht ist oder
ist. Es ist hier ähnlich. Der wird dadurch ja nicht langweilig und nicht jeder Wein muss kompliziert sein. Ich mag eben die Präzision mehr als manchmal das Komplexe, wo du nachher keine klare Linie mehr hast. Mhm. Ja, interessanter Punkt. Ja. Mhm. Wenn natürlich ein Wein sich über 2, 3, 4 Stunden entwickelt, egal Weiß oder Rotwein, dann ist das natürlich sehr, sehr spannend. Das wird dieser Wein heute nicht mehr tun, bin ich mir sicher. Der wird auch in 2 Stunden ähnlich wie jetzt schmecken, wenn die Temperatur beibehalten wird. Ich bin auch jeder Ansicht, dass der, wenn man ihn etwas kühler trinkt, angenehmer ist, als wenn er zu warm wäre. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck dieses Weines, das zu entwickeln. Also kann man sagen, dass das in der Champagne das Ziel ist, eigentlich mehr die Präzision, die Perfektion vielleicht, die Weine auf den Punkt zu bringen und weniger jetzt die Komplexität, wie man es jetzt vielleicht beim Rotwein hat, was man alles im Herstellungsprozess macht mit Holzfassausbau etc., um eine möglichst breite Komplexität zu haben, auf Kosten der Präzision vielleicht auch, sondern hier ist es eher genau das Gegenteil, ne? Genau, also ich würde dem jetzt nicht ganz zustimmen. Es ist so, wenn man jetzt, ich nenne jetzt mal meinen Lieblingswinzer, wenn man Selos nimmt, der hat ja eine unglaubliche Komplexität, aber der Wein ist sowas von präzise und sowas von genau und lebt von einer extremen Säure, dass man sich das fast nicht vorstellen kann. Aber das ist eben die Kunst, genau diesen Spagat hinzukriegen. Mm. Okay. Ja, er wird halt sehr komplex, aber verliert nie seine Eleganz und Feinheit. Und ich kann dir nur sagen, Florian, von den, sagen wir mal, 50 Winzer, mit denen ich je gesprochen habe, alle reden in der Champagne von Eleganz, Feinheit und eben keine Tannine, keine Bitterstoffe. Das ist fast egal, ob es großes Haus, kleines Haus, Prestige Cuvée, sein Basis Champagner, diese Aussage treffen fast alle. Okay. Super, dann würde ich sagen, das würde ich jetzt fast als Schlusswort nehmen. Oder würdest du sagen, wir haben noch was Wesentliches vergessen, was du noch hinzufügen wollen würdest? Nee, ich glaube. Ich glaube, wir haben es ganz gut erschlagen, das Thema, ne? Ich hoffe. Dann würde ich die Gelegenheit nochmal nutzen, mich nochmal bei der Nicola bedanken für die großzügige Spende und den tollen Champagner. Ja. Und natürlich auch bei dir, Alper, du hast jetzt die große Ehre, das erste ausgestrahlte Interview zu sein. Und ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich bedanke mich nochmal recht herzlich für deine Zeit. Ich danke dir auch, Florian, hat sehr viel Spaß gemacht. Bis bald. Zum nächsten Mal. So, nach einer Stunde 30 ist das Interview jetzt zu Ende, ja, fast wie erwartet oder befürchtet, ist es doch ein bisschen länger geworden, aber ich denke, ihr habt alle gemerkt, was für ein fundiertes und tiefgehendes Wissen Alper hat und er hat ja auch Freude daran, wie er selber gesagt hat, sein Wissen zu vermitteln und ich bin auch nochmals sehr dankbar, dass er sich so spät abends die so viel Zeit genommen hat, mit mir über Champagner zu sprechen und diesen exzellenten Wein zu verkosten. Die vielen Begriffe und Namen, vor allem französische Namen, die gefallen sind, habe ich euch in den Shownotes nochmal hinterlegt mit einem Link, sodass ihr alle angesprochenen Weine dort finden könnt und euch nochmal mit tieferen Hintergrundinformationen nochmal selbst versorgen könnt. Ich freue mich, dass wir jetzt das nächste Kapitel aufschlagen, dann mit Folge 10. Ich habe mich ja jetzt entgegen der Ankündigung doch dazu entschieden, die Interviews in die Episodennummerierung mit aufzunehmen. Sprich, ihr hört heute Episode 9, das erste Interview. Und Episode 10 ist dann der Auftakt in die Süß- und Dessertwein-Miniserie. Und wir starten ja, wie gesagt, mit Portwein. Die nächste Folge zum Thema Portwein wird dann am 15. Juni erscheinen und ich arbeite auch schon dran, auch dieses Thema mit einem Interview anzureichern. Ich hoffe, es klappt. Bis dahin wünsche ich euch viele gute Weine und verbleibt wie immer
mit genussreichen Grüßen aus München, euer Florian. Ciao, servus.